Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Show, diesmal von Prototype. Und zwar hatte ich ja mal angekündigt, dass ich versuchen möchte, euch weitestgehend alle Moves mal zu zeigen, die man jetzt so mittlerweile drauf haben könnte, müsste. Seit dem letzten Let's Play habe ich noch ein paar Erfahrungspunkte so gesammelt, habe die auch ein bisschen investiert. So. Okay. Mal schauen. Also die Fähigkeiten kennt ihr ja alle. Das ist diese tolle Peitsche, mit der man halt zum Beispiel auch Helikopter entern kann und solche Sachen machen kann. So, mal schauen. Das ist jetzt die Muskelpower, mit der also das habe ich jetzt auch schon abgegradet, kann ich mittlerweile maximale Weite werfen. Ich kann auch im Sprung werfen. Ist eigentlich ganz witzig. So, das ist jetzt dieser Fußkick nach unten. Ich zeig's nochmal. Hier. Das macht sich eigentlich ganz lustig, wenn man jetzt das so macht. Mache ich den Kick, also mit der anderen Maustaste. Oh, da kommen schon wieder ein paar nervtötende Soldaten. So, jetzt muss ich mir mal kurz einen Platz aussuchen, wo gerade weniger Leute, also weniger Soldaten sind, weil die doch ein bisschen nervtötend sind. Aber es sollten wenigstens hier ein paar Zombies sein oder whatever das für Dinger sind. So. Also mit verschiedenen Tastenkombinationen der Maustaste kann man halt schlagen, treten, Kicks machen. So was halt, ist eigentlich relativ lustig. So. Man kann auch die Gegner nehmen und so runterwerfen. Man kann die Gegner natürlich auch werfen. Konsumieren, ist euch ja bewusst, wie das funktioniert. Ich zeig auch mal die verschiedenen Konsumarten, die es gibt. Vielleicht kriegen wir das sogar hin. Ach nee, ich will gar nicht den Panzer rein. Ja, wenn man jetzt in den Panzer nicht rein will, einfach nicht die Tasten drücken. Irgendwann wird man schon runtergeschossen. So, genau. Ach, ich mach das auch ganz schön. Ja. Leben holen, wissen wir ja. So, es gibt auch noch andere Moves, wenn zum Beispiel ein Gegner am Boden liegt. So, kann man drauf treten oder, was mein Lieblingsmove ist eigentlich, das hier, pass auf. Na, falsche Taste. Beziehungsweise nicht ganz geklappt. Mal schauen, ob es jetzt klappt. Das da. Man kann die hin und her kicken, wie man lustig ist halt. So, jetzt mal gucken. Vielleicht ist hier mal kein Panzer gerade im Weg. So, mit der Peitsche. Das ist einmal konsumieren. Ja, und das ist der zweite Konsum. Move. Also es gibt immer zwei Moves, habe ich so festgestellt, die er da macht. Einmal auseinanderreißen mit der Muskelkraft und... Mann. Und einmal, ja, so zerschlagen. Mit denen macht es eigentlich auch relativ lustig. Einmal so den Kopf eindrücken. Und ja, so verteilen. Mit den Fäusten eigentlich logisch, was er da macht, gell? Ah. Panzer sind nervig. Ja, da macht er einmal zwischen die Fäuste den Kopf und schwupps ist der Kopf matsch. So, wo haben wir jetzt noch ein paar? Da.
Ja, nächster Move. Mal schauen, ob es klappt. Genau. So, mit dem Schwert. Einmal so. Das sind zu viele. Und einmal so. Ich glaube, das Schwert hat sogar noch einen Move. Wenn ich mich da jetzt nicht irre. Genau, das Schwert hat noch einen gehabt. So, und die anderen, das sind halt nur passive Fähigkeiten, die eigentlich jetzt keine weiteren Moves zeigen. So, jetzt zu dem. Das ist auch ein geiler Move. Also er macht dann quasi einen Hechter nach unten, oder einen Körper nach unten. Wenn man das schon von sehr weit oben macht, mal schauen, vielleicht tut man ein schönes, da ist doch ein schönes hohes Gebäude. Den Anfang, oder? Ist da noch ein höheres in der Nähe? So, und wenn man jetzt diese Rolle nach unten macht, ist der Radius, der Schadensradius natürlich größer. So, mal schauen, ob ich jetzt diesen... Genau, das ist dieser Cannonball-Move. Der ist eigentlich ganz witzig. Bringt's aber auch wieder nicht, wenn man das von zu hoch macht, weil irgendwann bricht er dann ab. Ja, irgendwann ist der Move dann auch vorbei. So. Helikopter entern. Habe ich euch bestimmt auch schon mal gezeigt. Oh, jetzt klappt sie doch nicht. Oh, jetzt ist gerade die Framezahl ziemlich weit down. Okay, ja, was habe ich denn noch für Fähigkeiten? Ach ja, die Spezialfähigkeiten kennt ihr ja alle noch. Mittlerweile kann ich meinen Palm Slam auch in der Luft. Leider nicht sehr weit. Das kennt ihr ja noch. Dieser Graveyard Devastator kann ich jetzt auch im Flug. Achtung, ich probier's mal. Ist eigentlich auch ganz lustig geworden. So, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Leben. Um das halt noch ein bisschen zu zeigen. Wenn man mal Leute braucht, sind keine da. So. Das kennt ihr ja auch noch. Ist dieser... Keine Ahnung, wie er heißt, Mo. Den kann ich jetzt auch in der Luft, also es sieht halt genauso aus, bloß dass ich es halt in der Luft kann. Wenn ich jetzt mal schnell einen Hunter finde, kann ich euch auch mal zeigen, dass ich jetzt diese Fähigkeit Hunter Durknap habe. Also ist eigentlich richtig lustig, was man so alles für lustige Fähigkeiten haben kann. Ne, hier ist keiner drin. Nee, doch nicht. Da. Perfekt, jetzt muss ich erstmal gucken, wie dieser Hunter Dirtnap funktioniert. Vergesse ich nämlich immer wieder.
Nee, es war nicht da. Dann war es bestimmt bei Combat. Body Surf habe ich ja schon mal in den ersten Videos gezeigt. Air Stomp ist ja der Kick, den ich euch gezeigt habe. Das ist diese Bullet Dive Drop, Spike Diver, From Air Combo. Ja, egal jetzt. Ah, das war dieses Tendril, sonst was. Hunter dort ne. Ah, ach, das war einfach bloß greifen und fertig. So, na los, komm schon, Hunter. Man wartet einfach, bis so ein Hunter mal auf einen zukommt. Und macht das dann so. Ist wie Wrestling. Relativ schnell tot, ohne dass man halt irgendwie nerviges, also einen nervigen Schaden kriegt oder genervt wird, sagen wir so. Ach ja, von den ganzen Fähigkeiten, die machen ja auch noch andere Moves. Und zwar, wie zeigt man das mal? Genau, bei dem wisst ihr ja, wenn ich das jetzt mache, stößt an den Boden und irgendwo kommen dann diese Spitzen raus. Leider ist das jetzt ein bisschen sehr weit weg. Ja, mal schauen, wir zeigen es mal. Ja, ist auch zu weit weg. Aber ihr habt es gesehen, ihr wisst, was ich meine. So, und genauso mit den Fäusten, mit dem Schwert habe ich es noch nicht abgegradet. Gibt es dann auch noch eine tolle Fähigkeit. Nennt sich ja dieser Blade Slice oder Air Slice, keine Ahnung. Ja, okay. Das war's jetzt zu den ganzen Moves, die ich jetzt mal versucht habe allein zu studieren. Es hat euch gefallen und animiert euch vielleicht, euch das Spiel auch zu besorgen, weil das ist eigentlich richtig geil. Könnt nahezu alles machen hier in dem Spiel. Mal schauen. Gucken wir uns mal um. Hier sind ja Autos. Autos wissen wir ja, kein Ding für ihn. Ist hier was Größeres als ein Auto? Das sind bloß kleine Autos. Halt, da ist ein Helikopter. Wo ist er denn? Toll. Ich glaube, an den komme ich nicht mehr ran. Nee, das ist zu weit weg, da komme ich leider nicht mehr ran. Ah, mal schauen, ob ich den Bus hochkriege. Cool wär's ja. Aber ich glaub's mal eher weniger. Ne, aber ich kann den Bus hochkrabbeln. Huhu. Na gut, dann werde ich jetzt hier noch ein bisschen Spaß haben. So ein paar Erfahrungspunkte sammeln ist mal was anderes, außer immer noch irgendwelche Basen zu infiltrieren. Gut, es macht auch Spaß, Basen zu infiltrieren. Besonders wenn man es so wie ich meistens macht, finde ich jetzt. Also ich schleiche mich rein, ist ja logisch. Und konsumiere dann eigentlich alle so im Stealth-Modus. Also ich schleiche mich wirklich an jeden von hinten heran und nehme die dann alle auseinander. Dann meistens nochmal so ein bisschen Patsy machen. Ach, das klappt jetzt gar nicht. Muss ja scheinbar ein Armeetyp dafür sein. Schade. Ja, und dann greifen die sich immer gegenseitig an. Ist eigentlich ganz lustig, wenn man das in der Basis drin macht. Na gut. Das war ein kleines Let's Show von mir. Herr Jesus, jetzt bin ich eine Frau. So, jetzt bin ich wieder der Alex. Und viel Spaß bei den nächsten Let's Plays. Euer Herr Jesus.